Warum kann dieser Waschbär Fahrrad fahren? Warum kann dieser Hund Klavier spielen? Und warum zuckt diese Frau zusammen, wenn ihr Freund die Hand hebt? Um diese Fragen zu beantworten, müssen wir eine Reise in die Psychologiegeschichte unternehmen. Men are built, not born. Ödipus-Komplex. Penny Snide. Im Jahr 1890 lebte ein Mann namens Iwan Pawlow in St. Petersburg. Er besaß einen Hund, an dem er komische Experimente machte, wie seinen Speichel zu untersuchen. Oh ja, sehr interessant. Ihm fiel auf, dass nicht nur Essensspeichel hervorrief, sondern alleine sein Auftreten ausreichte. Das brachte ihn auf eine Idee. Was, wenn statt seinem Auftreten allein ein Ton das Essen ankündigte? Und so fing er an zu konditionieren. Immer wenn er das Essen brachte, spielte er vor einen Ton. Jedes Mal hörte der Hund erst einen Ton, dann bekam er Essen. Der Hund wusste irgendwann, wenn der Ton kommt, gibt es was zu essen. Und tada, irgendwann war es soweit. Pawlow brauchte nur noch einen Ton spielen und der Hund fing an zu sabbern. Die Konditionierung war geboren. Forscher auf der ganzen Welt bekamen von Pawlows Ideen mit und begannen ihre eigenen Experimente. So auch der amerikanische Psychologe James Watts. Er hatte die Idee, dass man einem kleinen Kind Angst vor etwas nicht Bedrohlichem ankonditionieren kann. Und so entstand das Little Albert Experiment. Beim Little Albert Experiment wurde ein kleiner Junge namens Albert darauf konditioniert, Angst vor einer Ratte zu haben. Das erreichte das Forscherteam, indem sie ein lautes Geräusch machten, wenn Albert die Ratte zu sehen bekam. Nur dann gab es ein kleines Problem. Die Forscher schafften es nicht wieder, die Angst vor der Ratte rückgängig zu machen. Im Gegenteil, Alberts Angst breitete sich noch auf andere haarige Tiere aus. Hier, kleiner Albert, ein Babykaninchen. Ich habe noch mehr davon in meinem Van, if you know what I'm saying. Die Konditionierung verbreitete sich über die ganze Welt. Auch in Deutschland bekam man davon mit. Genauer gesagt im braunen Deutschland. Die Nazis hatten auch mitbekommen, dass man mit einem Ton Verhalten konditionieren kann. Daraufhin fingen sie an, die Bevölkerung zu konditionieren. Immer wenn über Deutschland Flugzeuge flogen, wurden Sirenen gespielt, um Menschen vor Bombenangriffen zu warnen. So lernten die meisten Menschen, in Bunker zu fliehen. Und weil diese Konditionierung so gut funktionierte, werden bis heute Sirenen auch bei Feuerwehr und Polizei benutzt. Aber auch andere Institutionen haben die Konditionierung für sich entdeckt. In manchen Krankenhäusern zum Beispiel wird Menschen immer, wenn sie Schmerzmittel bekommen, auch Musik dazu gespielt. Genauso wie der Hund lernt, dass die Glocke Futter bedeutet, sollen die Patienten die Musik so stark mit Schmerzlosigkeit verbinden, dass sie bei Musik keine Schmerzen mehr haben. Wie effektiv das ist, ist fraglich. Dafür gibt es Bereiche des modernen Lebens, in denen die Konditionierung Wunder wirkt, nämlich im Kampfsport. Der menschliche Körper hat drei mögliche Reaktionen auf Gefahren. Kämpfen, fliehen und einfrieren. Um die letzten beiden Reaktionen im Kampf zu vermeiden, trainieren MMA-Kämpfer sehr hart, sodass sie in echten Kämpfen automatisch reagieren können. Was aber, wenn ihr Gegner sie wie ein Buch lesen kann und ihre Konditionierung versteht? Dann passiert genau sowas. Aber was ist da überhaupt geschehen? Woran halt die Lehnen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sag natürlich immer, woran halt die Lehnen? Woran halt die Lehnen? Der linke Kämpfer Jorge Masvidal weiß genau, dass Ben Askren ein Ringer ist. Und Ringer sind so konditioniert, in Kämpfen in den sogenannten Ringerstand zu gehen. Das weiß Masvidal und so läuft er einfach im Vollsprint auf Askren zu, in der Erwartung, dass Askren in seinen Ringerstand geht. Und Askren, der einfach nur aus Instinkt reagiert, tappt in die Falle. UFC-Champ Alex Pereira schafft es sogar, Sean Strickland live im Kampf zu konditionieren. Pereira wiederholte immer dasselbe Manöver. Er ließ sich etwas absinken, gefolgt von einem geraden Jab zur Brust von Strickland. Strickland lernte darauf eine Abwehrreaktion, nämlich das Blocken des Schlags mit seinen Händen auf Brusthöhe. Als Pereira merkte, dass Strickland konditioniert war, ließ er sich wieder absinken. Aber statt einem Jab kam das. Aber nicht nur Kämpfer haben die Konditionierung für sich entdeckt, auch Leute aus der Wirtschaft.
Sie dachten sich, dass wenn ein Hund lernen kann, einen Ton mit etwas zu essen zu assoziieren, dann können sie es schaffen, dass Menschen ihr Produkt mit etwas Positivem assoziieren. Lord have mercy, I'm about to burst. So machten sich die Firmen dieser Welt an die Konditionierung. Cola versucht es zum Beispiel mit dem Weihnachtsmann. Seit 1931 verbreitet Cola das Bild des freundlichen alten Mannes auf der Welt, sodass auch Länder, die vom Weihnachtsmann nie zuvor gehört haben, ihn und Cola an Weihnachten nicht wegdenken können. Cola, original taste. Woran denkst du, wenn du das hier siehst? Zufällig sonniges Wetter, makellose Natur, glitzernde Seen? Dann hat Krombacher seine Mission erfüllt. Viele Firmen versuchen ihr Produkt mit Natur- und Umweltschutz zu assoziieren, obwohl das Produkt damit nichts zu tun haben muss. Dennoch hat Krombacher profitabel konditioniert, was man von der nächsten Firma nicht behaupten kann. Was für ein wunderschöner Morgen. Zeit aufzustehen, Kaffee zu trinken und zur Arbeit zu fahren. Machen wir mal das Radio an. Weißt du, Kalle, du sollst mal ein Seidenbacher Müsli essen. Ein Seidenbacher Müsli, ja. Dann hättest du auch nicht immer die Probleme mit deiner Verdauung. Jetzt probierst du halt. Weißt du, das ist gut. Das tut auch dir gut. Seidenbacher Müsli. Weißt du, das ist das Müsli von dem Seidenbacher. Seidenbacher hat es damit geschafft, Generationen auf Wut zu konditionieren. Immerhin haben sie konditioniert. Bei manchen Firmen und ihren Werbungen fragt man sich von vornherein, was genau das Ziel gewesen ist. Auch wenn Pavlovs Ideen nicht nur zum Guten genutzt wurden, hinterließ er einen gewaltigen Fußabdruck, den wir bis heute sehen können. Und damit bis zum nächsten Mal. I am haram. Bye, have a beautiful time.